Grüß Gott und herzlich willkommen bei Weitblick. Journalismus ist ein schnelllebiges Geschäft. Nachrichten verbreiten sich blitzschnell durch die sozialen Medien. Meinungen und Stellungnahmen müssen kurz und prägnant sein. Oft genug muss die Berichterstattung darum verkürzt und einseitig bleiben. Für tiefere Informationen fehlen beim Nachrichtensender und beim Empfänger oft die Zeit und die Aufmerksamkeit. Für christliche Journalisten oder Christen als Journalisten ist es jedoch unerlässlich, dass ihre Informationen die Wahrheit wiedergeben. Und die Wahrheit hat viele komplexe Schichten. Kein Wunder, dass das Evangelium schon von Pontius Pilatus die resignierte Frage dokumentiert: Was ist Wahrheit? Und wir stellen heute die Frage: Wie transportiert man diese Wahrheit als christlicher Journalist? Dafür begrüße ich im Studio den Chefredakteur des Magazins Grandios, Tobias Liminski. Danke für die Einladung. Herr Liminski, ich habe gerade die Herausforderungen für christlichen Qualitätsjournalismus kurz umrissen. Sie haben mit Grandios ein Konzept auf den Markt gebracht, das Schnelligkeit und Tiefe vereint. Wie sieht das aus? Also zunächst einmal war ich das nicht alleine. Wir haben ein großes Team drumherum, die da sehr engagiert das gute Projekt aus dem Bistum Regensburg weiterführen wollten. Wir haben eine Stiftung gegründet, die als Herausgeber fungiert. Und das Magazin an sich ist insofern aufgebaut, dass wir ein Hauptthema haben, was wir sozusagen von allen Seiten durchleuchten. Zum Beispiel? Also wir haben Vertrauen, Talent, jetzt zuletzt die Wahrheit. Die kommende Ausgabe, beziehungsweise die Ausgabe, die jetzt da ist, ist Sehnsucht. Also immer dieses eine Thema, was wir sozusagen aus allen Facetten der Gesellschaft beleuchten. Uns ist wichtig, dass wir die Botschaft Christi in der Lebenswirklichkeit der Menschen zeigen. Das heißt, wir fahren zu diesen Menschen hin. Also wir kaufen keine Interviews oder so, sondern wir fahren dahin. Wir führen die vor Ort, um zu sehen, wo sitzen diese Menschen in ihrem Lebensumfeld und wie leben die die Botschaft Christi. Oftmals sogar unbewusst. Wir treffen uns dann auch mit unterschiedlichsten Menschen, die nicht immer auf den ersten Blick großartig, oh, das sind die großen Katholiken, sondern das sind Menschen, die einfach ja, in ihrer Lebenswelt Nächstenliebe leben, die Wahrheit versuchen zu finden. Zumindest suchen sie sie. Das sind so Dinge, die uns vieles sagen können über das Thema Vertrauen. Und dann versuchen wir diese einzelnen Aspekte in verschiedenen Rubriken wie Sport, Musik, gesellschaftliche Themen, Politik, Kultur, Kunst einfach zu beleuchten. Dann sieht man, dass das überall stattfindet. Und das in einem Heft, das dann zweimal im Jahr rauskommt, mit etwa 120 Seiten. Und wir versuchen das immer sehr tief. Wir machen das Ganze multimedial. Das heißt, wir haben auch eine Online-Ausgabe, wir haben einen YouTube-Kanal und alles, was eben dazu gehört, zu so einem multimedialen Kanal. Das heißt, Sie erlauben sich einfach mal so die Schnelligkeit beiseite zu lassen und sagen, wir gehen jetzt richtig in die Tiefe, wir greifen jetzt ein Thema an seiner Wurzel an und die Schnelligkeit ist dann egal? Kurz ja. Schnell ja. Nein, wir haben auch die Rückmeldung von den Protagonisten, dass sie sehr dankbar sind, dass sie mal ausführlich und in der Tiefe antworten können. Sehr bewegend war das zum Beispiel bei Baba Grafati, der über seinen Suizidversuch spricht und den sozusagen erklärt und auch da in die Tiefe geht. Die Reaktion gegenüber seinen Eltern, seinen Freunden, seiner Frau erläutert und einfach auch dann erklären kann, warum es so weit gekommen ist und was er daraus gelernt hat. Also nicht nur die Tatsache, oh, da hat Suizidversuch, sondern was hat er daraus gelernt, was gibt er anderen Menschen danach mit? Was hat das Ganze mit Gott zu tun? Das sind so Punkte, wo wir uns sehr, sehr oft die Rückmeldung bekommen, dass sie sehr dankbar sind, die Menschen, dass wir uns die Zeit nehmen. Sie sind auch immer verwundert, dass wir da immer mit Kamera, Equipment und Licht und alles ankommen und das nicht einfach mal so schnell, sondern
dass wir in die Tiefe gehen und dass wir eben auch die Persönlichkeit des Einzelnen in den Fokus stellen und nicht nur die Tatsache, dass er berühmt ist, sondern oder dass er irgendeine Facette hat, die wir gerade suchen, sondern dass wir uns da Zeit nehmen, um auch diesen Menschen, die uns dann auch ihr Herz öffnen, gerecht zu werden. Ne? Thema Suizid ist ja ein sehr heißes Eisen. Was ist denn die Voraussetzung dafür, dass Ihr Konzept funktioniert? Welche Themen können Sie aufgreifen und welche Personen können Sie ansprechen und welche nicht? Also ich bin selber positiv überrascht, wen wir alles schon interviewen durften. Es sind ja alles Geschenke, die wir da sozusagen bekommen, wie ich das immer so sehe. Also nicht jeder hat das Glück, bei Herrn Bocelli zu Hause Herrn Bocelli selbst anzutreffen mit der ganzen Familie und dort ein Interview mit dem Weltstar führen zu dürfen in einer ganz persönlichen Form, was sehr bewegend war. Dann haben wir auch Johannes Hartl, der ja überall unterwegs ist und nicht wirklich viel Zeit hat, wenn man so die öffentliche Wahrnehmung hat. Und der nimmt sich Zeit für uns und hat da mit uns über das wichtige Thema, kann man Gott vertrauen und kann man der Kirche vertrauen, gesprochen. Was ist überhaupt Vertrauen? Also dieses Gespräch war für mich zum Beispiel sehr spannend, weil ich meinen Zettel verlassen habe und Fragen gestellt habe, die da gar nicht standen. Und dann wurde das Gespräch schnell mal 2 Stunden. Ja? Aber das, weil es so spannend ist, gehen wir dann da auch in die Tiefe. Baba Grafati genauso. Wir hatten jetzt in der Ausgabe Sehnsucht bewegende Interviews mit Elizabeth Tabish, die Maria Magdalena in The Chosen spielt, die nahezu bei jeder dritten Frage fast in Tränen ausbricht, weil eben das Thema sie so berührt, Sehnsucht. Und wie sie so beschreibt, wie sie diese Rolle der Maria Magdalena, dass das die Rolle ihres Lebens geworden ist, weil sie sozusagen selbst Christus erkannt hat. Und wie sie sozusagen dann weiter was geben kann. Und wie sie dann am Ende, also ich war da selber sehr erschöpft nach dem Interview, weil das auch einen selber dann berührt, wenn man da solche Menschen begegnet. Jaco Dornbos, ganz spannender Mann, erfolgreicher Filmproduzent, also Showproduzent in Holland, der die Passion auch bei RTL untergebracht hat und da erfolgreich mit 3 Millionen Zuschauern, mit dem zu sprechen und dann so Sachen zu hören, dass aus seinen Sendungen heraus Alpha-Kurse entstehen. Oder dass er ein Haus baut am Rande von Amsterdam und sozusagen das als Geschenk Christi, Jesu, empfindet und deswegen einen Teil des Hauses für Menschen offen hält, die das brauchen. Und das sind alles so Dinge, die wir erfahren im Detail, weil wir da sind, weil die sich sozusagen nicht nur ernst genommen, sondern wirklich auch persönlich abgeholt fühlen, weil die öffnen sich dann eben und zeigen uns ihr Leben. Und das ist, finde ich einfach, also das ist für mich als Macher sehr schön. Aber ich glaube auch für die Leser, das ist zumindest das Feedback, was wir kriegen, einfach mal einen tieferen Einblick zu haben und auch sich die Zeit zu nehmen, sich einer Person zu widmen. Wir kommen zweimal im Jahr, das heißt also, wir haben ein halbes Jahr Zeit, diese 120 Seiten zu lesen. Und wenn man sich das Magazin als Papierform, als Printform in die Hand nimmt, entschleunigt das ja auch. In einer Zeit, wo alle immer mit dem Daumenkino durch die Gegend wandern und eigentlich so berieselt werden, dass sie gar nichts wahrnehmen können mehr richtig. Die Nachricht von heute, da wird der Fisch früher eingepackt in dem Papier. Heute weiß man gar nicht mehr, was man in der Tagesschau gesehen hat. Und das ist das, was wir wollen. Wir wollen, dass die Leute sich auch mit dem Thema auseinandersetzen. Wir haben eine Ärztin, hat mir mal geschrieben, sie hat das Heft in einem Tag gelesen und hat gesagt, sie hat sich 5 Geschichten rausgepickt, die sie jetzt nochmal verinnerlichen will zur Selbstreflexion. Das sind Feedbacks für einen Macher so eines Magazins. Der sagt sich dann, ja, vielen Dank, dann haben wir alles richtig gemacht. Ne? Klar, das sind ja eben auch Feedbacks aus beiden Seiten, dass die Interviewten sich freuen, in der schnelllebigen Medienlandschaft mal ein bisschen mehr zu erzählen und nicht nur oberflächliche Fragen zu beantworten. Das leuchtet ja jedem ein. Aber der Leser muss es natürlich auch irgendwie gutieren, muss es gut finden und es muss natürlich auch Abnehmer finden. Lohnt sich das Konzept denn? Also spielt es den Aufwand wieder ein? Mit kleinen Schritten erreichen wir die Menschen. Also wir haben 2 Verleger gefragt, die wir im Vorfeld gefragt haben, ist das Konzept vielversprechend, lohnt sich das? Beide haben gesagt, ja.
Beide haben gesagt, das lohnt sich auf jeden Fall, weil das in der Form so auf dem Markt nicht da ist. Die Aufmachung ist ja auch nicht so, dass wir sagen, ich sage immer so liebevoll, wir haben den Staub zu Hause gelassen. Das ist nicht so dieses, was typisch von Kirche kommt, bräsig, billiges Papier und so, sondern es ist Wertschätzung. Wenn man das Ding in die Hand nimmt, ist gutes Papier, nachhaltiges Papier, es sind starke Fotos. Alles das unterstreicht den Wert der Botschaft Christi. Das kann gar nicht gut genug sein. Das heißt, die Qualität muss hoch sein. Es ist eine Erwürdigung quasi der Botschaft Christi. Und das diskutieren unsere Leser durchaus, die wir haben. Wir haben jetzt wir haben ja so Jahresabos und die wurden jetzt fast alle verlängert. Wir haben nahezu täglich oder wöchentlich haben wir neue Abonnenten. Das ist noch überschaubar, aber sie sind da. Wir haben im Multimedia-Kanal 15.000 Menschen, die uns jeden Monat anschauen. Das hört sich wenig an, ist aber für uns eine enorme Zahl. Das zeigt nämlich, dass die sich diese Stundeninterviews auch dann sozusagen zu Gemüte führen. Und das widerspricht ja dem, was alle immer sagen, das darf nicht länger als 3 Minuten sein, das muss 30 Sekunden sein, sonst wird das keiner mehr gucken, keiner liest mehr und so weiter und so fort. Diesen Trend setzen wir entgegen und aus meiner Sicht sehr vielversprechend, wir brauchen nur noch Zeit. Und dann bin ich ziemlich sicher, dass sich das Ganze auch etabliert. Das ist ja auch der Grund, warum wir Sie heute eingeladen haben. Jetzt soll ja keine Werbesendung für Grandios sein, sondern wir fragen uns ja hier ganz allgemein so den Zustand des christlichen Journalismus. Wenn ich mir anschaue, was so auf dem Markt ist, dann, Sie haben es gerade schon gesagt, die einen sind sehr beschauliche Publikationen, so viele Kirchenzeitungen, viele auch so kirchliche Blättchen, die relativ billig aufgemacht sind und inhaltlich hauptsächlich viel Service, vielleicht so einen spirituellen Aspekt, sehr lokal, sehr beschaulich sind, aber die großen Themen des Glaubens oder auch der Wahrheit überhaupt nicht mehr ansprechen. Und auf der anderen Seite, wenn Kirche in den Massenmedien in irgendeiner Form vorkommt, dann ist das immer ja, entweder sehr kritisch, natürlich auch die heißen Eisen werden angefasst und natürlich auch wirkliche Probleme angesprochen, wie der Missbrauchsskandal, den man ja nicht wegdiskutieren kann. Der ist einfach da und der muss aufgearbeitet werden. Oder auch Fragen des Lebensschutzes, die Haltung der Kirche zur Sexualität. Moral. Das sind halt so die Aufregerthemen, die man überall sieht und hört und liest. Ist denn der christliche Journalismus allgemein in einer Krise? Er hat es schwer. Wenn man von christlichem Journalismus redet, dann ist es ja aus meiner Sicht Journalismus, der sich mit christlichen Themen befasst. Das ist ein Unterschied zu dem, dass jemand sozusagen christlich Journalismus betreibt, dann wäre es schon wieder fast subjektiv. Ein Journalist sollte sich keiner Sache gemein machen, auch keiner guten. Er sollte sozusagen die Fakten liefern. Und wenn er alle Fakten liefert, dann kann sich der Leser selbst ein Bild davon machen. Das ist eins unserer, also das ist professioneller Journalismus, den wir auch bei Grandios extrem aufrechterhalten. Also wir wollen keine Fahne hoch und da ist das Kreuz und los geht's. Das bringt nichts. Man kann Leute nur überzeugen, indem sie sich selbst ein Bild machen können. Dann nehmen wir die Leute auch ernst. Das Problem beim christlichen Journalismus ist, dass er oft einer Mainstream-Macht entgegensitzt, die sehr schwierig ist zu durchbrechen. Da stehen Hunderte und du bist allein. Das ist David gegen Goliath. Aber wir haben diese schöne Steinschleuder nicht gefunden. Ist schwierig. Deswegen muss man sozusagen die Mittel und die Wege neu denken. Sprich, für wen ist das denn, was wir da machen? Also man muss erstmal wieder anfangen zu gucken, für wen macht man es denn? Früher hatte man viel mehr Menschen, die wussten, was Christentum ist. Heute also Jaco Dornbusch zum Beispiel hat angefangen, diese Sendungen zu machen, weil er gemerkt hat, dass in Holland 26% nur noch wissen, was Ostern ist. Mit seinen Sendungen hat er es geschafft, dass 56% wieder wissen, was Ostern ist. Die Passion ist das nun, oder? Ja, genau, die Passion, richtig. Und das ist es. Ja, also man muss sich diese Kernfragen wieder mehr stellen. Und das ist auch, was wir machen. Man muss sozusagen, bevor man sich über Missbrauch unterhält, bevor man sich über Sexualmoral unterhält, oder andere Themen, dann muss man vielleicht erstmal das Grundwissen haben.
Weil ohne Grundwissen reden wir oberflächlich daher. Und das machen viele. Und da wird die Wahrheit oft, als das hat Benedikt zum Beispiel mal gesagt, die Wahrheit ist dann das, was gewohnt ist. Die Gewohnheit ist dann die Wahrheit. Ist sie aber nicht. Und das ist, was man da versuchen muss, sozusagen zu durchbrechen. Fakten liefern, um der Wahrheit auf den Grund zu gehen. Ja. Und bei der Suche auf der Wahrheit auch keine Grenzen beachten unbedingt. Ich finde es sehr interessant, wir hier bei Weitblick, wir laden ja eigentlich nur Christen ein, die hier über ihre christliche Sicht berichten. Aber wenn man ihr Magazin zum Beispiel liest, sie sprechen auch mit Atheisten und Agnostikern über diese tiefen Themen. Sind diese Gespräche interessanter als mit Christen manchmal? Also da bin ich wieder bei den 99 Schafen und dem einen, ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel über Politik rede, dann haben wir Gregor Gysi eingeladen. Das war für mich immer ein Wunsch, den Mann einzuladen, weil er mal gesagt hat, er hat Angst vor einer gottlosen Gesellschaft. So, und dann haben wir uns mit dem unterhalten, auch über das Leben nach dem Tod. Und es war sehr spannend zu sehen, wie er sich selbst hinterfragt. Und man merkte, er lässt immer eine Tür offen. Also er ist nicht absolut dagegen oder so. Und bei dem Leben nach dem Tod fand ich es sehr schön, als ich ihn gefragt habe, ob er da, nachdem er da so viele Operationen erlebt hat und so, da irgendwie Licht am Ende des Tunnels gesehen hat. Und da sagte er, ja, diese Frage nach dem Leben, nach dem Tod, er glaubt da nicht so ganz dran. Aber wenn es stimmt, dann sehen wir uns wieder und dann entschuldigt er sich für das, was er jetzt sagt. Das fand ich sehr schön, weil er lässt das wieder offen. Ja? Und das zeigt, selbst so ein Mensch wie Gregor Gysi, der sich ja selbst als Atheist auch bezeichnet, irgendwas glauben die alle. Ja, und wenn es nur an sich selbst ist. Ja, vieles aus der christlichen Lehre kann man ja auch ohne Glauben verstehen und bejahen. Das kennt, glaube ich, jeder aus dem Freundeskreis. Fast niemand hat ausschließlich christliche Freunde. Und man kann mit den anderen trotzdem sprechen und hat durchaus eine Wertegemeinschaft, sage ich mal. Aber was fehlt ohne den Glauben? Und können Sie das als Journalist, der sich als Christ bezeichnet, auch rüberbringen? Ja, eine vierte Dimension wäre jetzt eine kurze Antwort. Wer glaubt, hofft. Glaube hat ja immer was mit Vernunft zu tun. Und wer glaubt, hat gewisse Grundsätze, wie die 10 Gebote, die sozusagen ja Empfehlungen, ich sag mal Empfehlungen, das hört sich schöner an wie Gebote, aber die Übersetzung ist halt Gebote. Wenn man sich so ein bisschen nach diesen Dingen richtet und dann sozusagen professionell Journalismus betreibt, dann sind die nicht weit auseinander, die Sachen. Und dann ist man sehr schnell sozusagen der Wahrheit verpflichtet. Ja. Man steht ja einer großen atheistischen oder agnostischen Masse gegenüber, wenn man Medienschaffender ist. Und man möchte die ja erreichen. Man möchte ja nicht nur in seiner christlichen Blase bleiben. Wie schafft man es, die zu erreichen? So, die Antwort, die ich jetzt rausgehört habe, ist, man geht sehr stark auf Personen, erzählt die Geschichte der Personen und stellt den Personen die Fragen, die wirklich interessant sind. Ist das die Methode Jesu? Ja, auch. Da ist ein schönes Beispiel die Fernsehserie The Chosen, die ja den Fokus auf die Menschen um Jesus herum legt. Da sieht man sehr schön, wie Jesus sich seine 12 Jünger raussucht und immer diese Personen in den Fokus setzt. Und dann wird da sozusagen diese einzelne Person beleuchtet. Der Matthäus, der so ein bisschen autistisch daherkommt als Zahlenmensch, der andere, die sozusagen immer aufs Feld gehen, der Simon, der immer hier brachialmäßig. Aber diese ganzen Begegnungen, der Thomas, der immer zweifelt, und das sind alles spannende Dinge. Und was wir machen, ist im Grunde genommen den Leser aufs Maul schauen. Gucken, was haben die denn für Fragen? Ich bin nur verlängertes, oder meine Kollegen ja auch, wir sind nur verlängertes Sprachrohr unserer Leser. Wir fragen diese Menschen, wo in deinem Leben spielt Gott, die Botschaft Christi vielleicht eine Rolle, ohne dass du es merkst. Ein gutes Beispiel ist Annette Möller von RTL, haben wir ein Interview geführt und sie sagte mir dann, hat eine tolle Liebeserklärung an ihren Mann gemacht, wo sie sagt, ohne
Die Liebe zu mir selbst hätte ich nie erkannt, was mein Mann an mir liebt. Und hätte nie so eine schöne Familie gehabt mit meiner Tochter und meinem Mann. Da habe ich zu ihr gesagt, ja, das ist das fünfte Gebot. Und dann sagt sie, hä? Dann sage ich, ja, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, fängt bei dir selbst an. Und sie war ganz erschrocken, dass sie so nah dran war. Und das fand ich sehr schön, weil sozusagen man sozusagen in diesem Gespräch der ganzen Sache auch nahe gekommen ist. Das Gespräch mit Perko, der weiß, dass er stirbt. Das letzte Hemd hat keine Taschen, habe ich ihm dann gesagt. Und der mir dann sagt, im Gespräch sozusagen nochmal vor Augen geführt bekommt, worauf es im Leben eigentlich ankommt. Auf Beziehungen. Materielle Dinge haben alle keinen Wert mehr. Das fand ich bemerkenswert. Und das sind Sachen, die Leser mitnehmen, wo wir das Feedback bekommen. Danke dafür, danke für dieses Beispiel. Da habe ich was für mein Leben mitgenommen. Auf YouTube haben wir ständig irgendwelche Danke dafür, dass ich jetzt habe ich verstanden. Das ist, wo mir dann sagt, okay, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Also lebensnahe Sachen, Lebenswirklichkeit nennen wir das. Nicht Alltag, sondern Lebenswirklichkeit. Und deswegen, wir blenden die Aktualität nicht aus. Aber sie ist bei uns nicht sozusagen federführend, weil es irreführend ist. Deswegen haben wir sozusagen den Luxus, dass wir uns nicht mit Sexualmoral und Missbrauch und so weiter und so fort in Gänze oder in dieser Aktualität ständig befassen müssen. Wir müssen es, aber eben mit der Grundlage. Das macht es einfacher und dann für den anderen vielleicht auch besser konsumierbar. Sie konzentrieren sich also auf die großen, großen Kernfragen und das in einer Art, die so jede Beschaulichkeit ausblendet, sondern ja auch sehr ehrlich und direkt auf die Sache zugeht. Was macht das denn mit Ihnen als Journalist? Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, mit jeder Ausgabe lerne ich selbst. Es ist nicht so, dass ich und meine Kollegen auch nicht, dass wir sozusagen in die Interviews gehen und danach sagen, ja wunderbar, haben wir wieder eins gemacht. Sondern dass wir in Teilen auch da rausgehen und für uns etwas mitgenommen haben. Also gerade bei der Ausgabe Wahrheit, das ist ja doch ein Wahnsinnsthema, dann gucken wir uns die Druckfahne an und sagen, das ist die beste Ausgabe, die wir je gemacht haben. Weil das Thema, eben diese Frage, ne, was ist Wahrheit, Pilatus, da sind wir auf den Grund gegangen. Mit vielen, vielen Interviews, vielen Gesprächen, Porträts, Essays, allein die Geschichte von Peter Seewald dort, wie er zurückfindet zum Glauben, das war eine Geschichte, wo mich selber so berührt hat, dass ich während des Lesens gelacht, Freudentränen und Rührung erlebt habe. Das hat mich total, also das ist ein Auf und Ab der Gefühle gewesen. Und auch das Gespräch jetzt mit Elizabeth Tabish oder auch mit ihrem Kollegen, dem Ross Walker, der als Behinderter erzählt, wie er sozusagen seine Kindheit überlebt hat. Er sagt, das Wort Überleben ist das richtige Wort, weil Kinder können sehr grausam sein. Und dann beschreibt er das. Das ist Lebenswirklichkeit. Und das finde ich schön, wie er dann sozusagen über so eine Serie wie The Chosen, wo er das dann spielt, den Jakobus, den Kleinen, ja, für sich sagt, ich musste das alles erleben, um diese Rolle jetzt in Perfektion spielen zu können. Er betrachtet also das, was er vorher erlitten hat, als Geschenk. Und das ist ein Geschenk für mich, sozusagen auch mal aufzuwachen. Wir in Deutschland haben ja oft diese Begabung, alles immer kritisch zu sehen und alles immer irgendwie ist ein, und das Gute wird nicht mehr gesehen. Und das sind so Geschichten, die einem dann helfen, auch mal ganz kurz sich zu schütteln und Moment, es gibt viel Gutes. Und als Christ und Journalist sollte man sich Zeit nehmen, sich nicht drängen lassen und versuchen, dieses Gute in allen Menschen herauszuarbeiten. Und wie wir gerade gehört haben, macht das dann auch etwas mit einem. Herr Liminski, vielen Dank, dass Sie uns Ihr Konzept des Journalismus näher gebracht haben. Sehr gerne. Und Ihnen zu Hause danke ich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal bei Weitblick.